Glitzerfassaden, teure Apartmentblöcke. In Odessa, der drittgrößten ukrainischen Stadt, schossen die Zeichen des Wohlstands in den vergangenen Jahren in die Höhe. Jetzt dreht sich hier kein Kran mehr. Chefingenieur Sascha zeigt uns seine Baustelle. Mit Beginn des Krieges wurden die Arbeiten eingestellt. Seit einer Woche versuchen sie zumindest ein bisschen weiterzubauen. Das aber gelingt kaum. In erster Linie spielt die Sicherheit für uns eine große Rolle. Wir müssen diese Sicherheit für unsere Arbeiter gewährleisten. Und in einer Stadt, in der 5-mal am Tag Luftalarm ist, da ist das schwierig. Dann müssen wir alle Arbeiter evakuieren von der Baustelle. Aber nicht nur die Baustellen ruhen. Der gesamte Immobilienmarkt der Ukraine wurde eingefroren. Kaufen oder verkaufen kann man Wohnungen derzeit in der Ukraine nicht. Die Katasterämter sind geschlossen, damit niemand aus Angst seine Wohnung verkauft und Kriegsgewinnler nicht billig an Immobilien kommen. Billig ist in den Himmel schießenden Skyscrapern im Übrigen nichts. Ein Quadratmeter kostet in der künftigen Luxusimmobilie ein Vielfaches eines ukrainischen Monatslohns. Unerschwinglich auch für Sascha. Ich wohne in einem billigeren Apartmentblock. Vorteil aber, aus dem 25. Stockwerk kann ich jeden Abend unsere Flugabwehr bewundern, wie sie Drohnen abschießen. Und hoch oben vom Top der Baustelle kann man ab und zu am Horizont auch die russischen Schiffe sehen, erklärt uns Sascha. Die Gefahr von Zerstörung vor Augen motiviert auch nicht gerade weiterzubauen. Schluss, aus für heute, Helm ab, Signalweste aus. Beim Rausgehen trifft Sascha doch noch einen Arbeiter. Er ist der Einzige des Tages, nur für ein paar Stunden. Wenn nicht wieder die Sirenen heulen.